Jo, Hallöchen Leute und lieber Chris. Ich hoffe, ihr hört mich ein bisschen lauter. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Da mache ich das Ganze noch mal. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen hin, denn es steht ein ganz, ganz wichtiges Datum für mich am Ende des Monats im Mittelpunkt. Denn am 26.09. 2018, also Ende diesen Monats, habe ich mein erstes offizielles Video als Content Creator für Armored Warfare hochgeladen. Das sollte der Sherman, der E-Sherman oder israelische Sherman, ich habe immer noch keine Ahnung, warum der E-Sherman heißt, hochgeladen. Habe natürlich nachgefragt, hey, wie ist denn das? Können wir da irgendwie ein paar coole Sachen rausgeben? Das Ganze wurde bestätigt. Und zwar, wir schauen das Ganze mal an. Es gibt fünfmal diesen RDFLT mit dem Claw-Skin. Ja. Es gibt dreimal den Challenger 1 Falcon. Beides sind Premium-Fahrzeuge, wo man ein bisschen mehr Cash bekommt, ein bisschen mehr Reputation. Was aber besonders interessant oder wichtig ist, denn ich habe heute auf der russischen Seite von Armored Warfare gelesen, hey, der Battle Pass wird um 3 Tage verlängert. Das ursprüngliche Datum war ja der 27. Ich hätte das Video irgendwo am 26. machen müssen. Na, ihr wisst. Mit Auszahlung und dann hätten die Leute vielleicht nie einlösen können, etc. Wäre vielleicht ein bisschen knapp geworden, also mal der Glück, 3 Tage verlängert. Ich darf 5 mal 2000 Münzen raushauen, also 10.000 Münzen unter das Volk. Und da ein gewisser Christian Weller sich noch nicht gemeldet hat bei der letzten Auslosung, besteht die Möglichkeit, dass ich noch ein sechstes Mal die Münzen raushauen darf. Ja, also nochmal ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, meine Stimme ist ein bisschen lauter und alles. Und ob das, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich habe die Einstellung so behalten wie immer. Also merkt euch, am Ende des Monats gibt es irgendwas Tolles oder auch nicht. Ich bin ja immer ein bisschen faul und ja, also soll ja auch nur ein ganz kurzes Infovideo sein. Ja, also halte die Ohren steif und Chris, ne, ich danke dir für die Bemerkung. Tschö.